Hallo Leute, willkommen bei Provero Lifestyle. Ich muss schnell hier rauskommen. Check mal die Aussicht an. Wunderschön. Denn hier in der Provero Mansion ist Full House. Du hast es gesehen, oder? Bro, ist schon ein bisschen laut. Der andere am Smoothie machen. Der Eddie kommt rein. Oh, gestern war so geil. Wir waren gestern an der Rivella Toaster Challenge. Darum sage ich es jetzt hier nochmal. Was läuft heute? Wir gehen heute ins Versaskatal, das ist in Tessin, und gehen dort Bungee-Jumpen, 220 Meter an der Staudammmauer entlang. Ich war vor 6 oder 7 Jahren schon mal und sind richtig, richtig geil. Puh, freier Fall, gutes Adrenalin. Und ja, die Leute, die mich ein bisschen verfolgen und kennen, ihr wisst, ich stehe auf diesen Shit. Und heute gehen wir mit einem Teil von der Provero Army, denn der Jerome ist hier, der Leon ist hier, Mischa ist hier, ist klar, der Janis ist hier. Nadja, hey. Springst du? Klar, bist du schon mal gesprungen? Nee, noch nicht. Bist du schon mal gesprungen? Nur du? Yes. Ich bin mit ihm! Vor 6 oder 7 Jahren? 6, 7 Jahre mal schon. Oh, war geil, ne? Geil. Der Enis hätte eigentlich auch kommen sollen, der hat mich ja gerade vorher angerufen. Der kommt, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, was ist. Hey, die Leute fragen nach dir, Mann. Die Leute fragen, die Community, die Provero Family, die fragt ständig nach dir. Was ist los mit dir? Wohnen wir nicht mehr zusammen? Was ist los? Hä? Alles, wie geht's dir? Alles ist easy peasy. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Bisschen müde jetzt noch, aber ich freue mich. Ich hoffe, ich kann heute springen, weil ich habe noch den Zahn gezogen. Was ist das? Du musst jetzt jumpen. Hey, die Provero Family. Ey, wenn nicht er. Ich springe 100%. Er muss jetzt springen. Ich springe 100%. Er muss jetzt, hat jetzt Druck. Der Punkt ist der. Warum machen wir das? Also das Ganze fördert natürlich den Teamgeist, ja, den Spirit. Was ich euch auch mit diesem Video euch sagen möchte, ist, knackt auch ab und zu die Grenzen. Ja? Ich sage immer, no limits. Es gibt keine Grenzen. Die Grenzen machen wir hier und hier oben. Ich sage es mal so, das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Und da müsst ihr ab und zu einfach eure Grenzen aussetzen und knacken. Ja? Jerome, springst du? Was denkst du, Bro? Bist du schon mal gesprungen? Ich bin noch nie gesprungen. Eine kleine Frage, Mann. Denkst du, dieser Sprung gibt dir auf eine gewisse Art und Weise eine Bewusstseinserweiterung? Nicht nur das, ich denke mir, das wird mir nochmal einen positiven Schwung an Energie zusätzlich geben. So eine Art Überwindung, alles Mögliche. Aha. Und Bungee Jumping ist ein gutes Beispiel dafür, um die Grenzen zu knacken. Ihr seid hier, ihr steht dort, schaut nach unten und müsst euch überwinden. Es braucht Überwindung. Gewisse Leute haben Höhenangst. Man muss Grenzen überwinden, bam, knacken, um das Bewusstsein zu schärfen. Ja, man muss das Bewusstsein schärfen, man muss das Bewusstsein erlangen. Ja. Ihr könnt euch das so vorstellen. Als kleines Kind, wisst ihr nicht, dass die Herdplatte heiß ist, wenn eure Mutter sagt, hey, die Herdplatte ist heiß? Ihr müsst als kleines Kind zuerst auf die Fresse fallen und vielleicht drauf fassen und sich irgendwo verbrennen, dass ihr wisst, oh, shit, ist Gefahr, das ist heiß. Das heißt, als Kind habt ihr das Bewusstsein dafür noch nicht entwickelt, dass irgendwas heiß sein kann oder gefährlich sein kann. Bro, wie geht's? Gut. Beste DJ. Und das meine ich mit Bewusstseinserweiterung. Auch so ein Jump ist auf eine gewisse Art und Weise eine Bewusstseinserweiterung. Darum kann ich es nur jedem empfehlen. Mal schauen, wer jumpt. Wir filmen natürlich alle ab. Schaut den Leuten, wenn sie springen, tief in die Augen. Und schaut, was ihr seht. Wo hast du die hingesteckt? Viel Spaß. Ausgefüllt. Ja, das heißt, wir jumpen auf eigenes Risiko. Also ich werde jumpen, auf was ich mich achten werde bei diesem Sprung, ist bei mir beim zweiten Mal. Ich werde mich auf meine Gedanken achten. Was habe ich für einen Urinstinkt? Wie reagiere ich? Wie sind meine Gedanken? Das werde ich dann nach dem Sprung, vielleicht 1, 2 Tage später, wenn das Ganze ein bisschen verarbeitet ist, nochmal ein bisschen so analysieren. Das ist immer sehr interessant, um sich selbst zu analysieren. Was denkt man? Warum denkt man was? Ursache, Wirkung. Aber ich freue mich extrem. Everywhere, fruits and fairies, dykes and fairies, tell me where it's empty. Tax
touch, feed the poor, till they are never rich no more. Schönen Tag. Wie fandet ihr es? Sehr, sehr gut. Richtig. Bitte, ja, Hammer. Es war ein einmaliges Erlebnis. Einmaliges Erlebnis. Für mich, es war ein wunderschöner Tag und was ich mitnehmen konnte von diesem Tag ist, dieser verdammte Spirit. Der Spirit, weil schlussendlich wir sind wir alles Einzelkämpfer. Unser Sport, den macht man nicht gemeinsam. Wir sind keine Fußballspieler oder Handballspieler oder sonst irgendwelche Spieler, Mannschaftsspieler. Wir sind Einzelplayer. Aber was mir einfach mehr oder heute einmal mehr gezeigt wurde, ist, dass wir nicht nur körperlich zusammen natürlich stärker sind, sondern auch hier oben mental stärker sind. Wir haben das am Schluss bei Leon gesehen, der hat sich überwunden. Ja. Richtig geil. Was war für dich das Feeling, als du dort oben standest und wir runtergezählt haben von 5, 4, 3? Für mich war es erstmal krass, dass du es überhaupt geschafft hast, mich dazu zu bringen auf jeden Fall. Weil ich habe selber für mich gesagt, du machst es nicht. Du schaffst es nicht. Du kommst nicht damit klar mit dem Druck. Und dann hast du es geschafft, das in meinem Kopf zu ändern. Das alleine war schon, das fand ich schon auf jeden Fall richtig krass. Und dann, als ich dann da oben stand und ihr angefangen habe zu zählen, dann war für mich klar, okay, jetzt jumpst du einfach runter und nimmst die Erfahrung mit. Ja, Mann. Wisst ihr, Leute, wir müssen im Leben tausendmal die Komfortzone verlassen und lernen zu schwimmen. Das war eine richtig geile Erfahrung für mich. Ich finde geil diesen Spirit, den wir hier in der ProBro Family, in der ProBro Community haben. Und ich hoffe, das geht noch weiter. Ich hoffe, dieser Spirit, den wir hier haben, der überträgt sich raus und soll euch auch inspirieren und motivieren. Das ist einfach wichtig. Und wir alle sehen uns natürlich an der Fitnessmesse in Basel und dann natürlich auch wieder an der FIBO nächstes Jahr. Wir haben weitere coole Events nächstes Jahr geplant. FIBO war unglaublich, oder? Es gibt Sachen, da müsst ihr hier sein. Ihr müsst hier sein, um die Energie zu spüren. Wir müssen uns austauschen. Das kommt niemals so rüber auf Kamera. Und darum, schaut, dass ihr am Start seid. Fitness Expo, FIBO nächstes Jahr. Besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben für den Spirit. Danke und bis zum nächsten Mal. Kiss, kiss. Bang, bang.